Hallo ihr lieben Frauen und Männer, heute möchte ich euch eine Mudra zeigen aus dem Buch von Gertrud Hirschi, Mudras, die sich ganz toll und positiv auf unser liebes Herz auswirkt. Wenn euch Herzbeschwerden plagen, wenn ihr eventuell Herzrasen habt, zu hohen Blutdruck oder allgemein merkt, dass ihr im Herz so irgendwie fest seid, ja, dass sich da was zusammenzieht und ihr nicht die Weite spüren könnt und sich das auch auf euren Atem negativ auswirkt, dann kann diese Mudra sehr schnell, ja, wie so eine Soforthilfe eingesetzt werden. Sie kann sogar eingesetzt werden, wenn man eine Herzattacke hat, bevor der Notarzt da ist, und lindert sehr, sehr schnell dieses Verkrampfen des Herzens auf. Bei mir war es so, dass ich durch ein Mittel, was ich jetzt um meine Augen-OP herum nehmen musste, also Cortison, sehr stark Herzbeschwerden bekommen habe, was ich von mir überhaupt nicht kannte. Und da habe ich mir aus dem Buch Mudras von Gertrud Hirschi die Apan Vayu Mudra ausgesucht. Und die möchte ich euch jetzt auch gerne zeigen. Ich arbeite in meiner Arbeit als Mental- und Entspannungscoach sehr viel mit Mudras und auch anderen Mentaltechniken. Und heute soll es wirklich um unsere Herzensenergie gehen. Egal, woher jetzt die Symptome kommen, natürlich muss man immer genau hinschauen, was ist in unserem Leben los? Ist etwas zu viel? Haben wir zu viel Stress? Oder hat es eine andere Ursache? Es kann, wie gesagt, von Medikamenten herkommen oder herrühren. Es kann auch sein, dass die Hormone diese Beschwerden machen. Da muss natürlich dann auf Spurensuche gegangen werden. Aber um erst einmal das Symptom zu lindern und ja, Erleichterung zu schaffen, kann die Mudra als Notfallmittel der ersten Wahl eingesetzt werden. Am besten, du setzt dich in den Schneidersitz, dann hast du einen schönen aufrechten Sitz und nimmst dir wirklich ein paar Minuten Zeit. Die Mudra kann zwischen 5 und 15 Minuten gemacht werden. Für den Anfang sollten 5 Minuten reichen, dass du erst einmal reinkommst, erst einmal spürst, wie sich das Ganze anfühlt. Und zwar legst du mit beiden Händen den Zeigefinger auf den Daumenballen und berührst dann Mittelfinger und Ringfinger mit der Daumenspitze und streckst den kleinen Finger ab, also spreizt ihn weg. Und dann kannst du diese Mudra ganz entspannt auf deine Oberschenkel, auf die Knie ablegen. Schließ die Augen mit mir zusammen und nimmst jetzt tiefe und vollständige Atemzüge durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Atme ganz bewusst in deinen Brustraum hinein und weite ihn. Wenn es dir unangenehm ist, durch die Nase ein- und auszuatmen oder durch den Mund auszuatmen, dann kannst du natürlich den Mund auch schließen und den Atem nur durch die Nase ein- und ausströmen lassen. Schau, wie es für dich gut passt und wie es angenehm ist. Beim Einatmen heben sich deine Schultern. Beim Ausatmen sinken sie wieder. Vor deinem dritten Auge, dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen, entsteht jetzt ein Bild. Wir kreieren jetzt eine kleine Heilvision. Stell dir vor, du sitzt in einem Garten und schaust dir viele bunte, prächtige Pflanzen und Blumen an.
Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Und du genießt diesen Garten, das Gefühl von Gelassenheit, Entspannung. Vielleicht zieht es dich zu einer bestimmten Farbe oder Pflanze hin. Dann hol sie dir näher heran. Und vielleicht magst du diese kleine Pflanze oder Blume jetzt auf dein Herz legen. In Gedanken. Stell dir vor, wie sie mit jedem Einatemzug wächst und gedeiht, wie ein kleines Samenkorn, was du in deinem Herzen pflanzt. Und so kannst du diese Weite und diese Blüte, dieses Neue empfangen und somit dein Herz stärken beim Einatmen. Nimmst du das Neue, die gesunde Lebensenergie auf und deine Blume, deine Blüten werden größer, farbenprächtiger. Genau wie dein Herz. Es wird weit und fühlt sich ganz frei und leicht an. Es schlägt ruhig und regelmäßig. Die Blume unterstützt dich dabei. Und schenkt dir Kraft und Vertrauen und Herzensenergie. Nimm wahr, wie dein Atem immer ruhiger wird. Wie du dieses Bild verinnerlichen kannst. Ruhe, Gelassenheit, Zuversicht durchströmen dein Herz. Öffne dann deine Hände. Und lege sie zum Abschluss auf deine Brust, auf dein Herz. Nimm noch einmal dieses wohlige, angenehme Gefühl wahr. Dann öffne die Augen. Dankeschön. Ich empfehle dir, die Mudra täglich zu praktizieren, vor allem wenn du Beschwerden hast. Am besten gleich morgens nach dem Aufstehen, vielleicht noch einmal mittags und abends. Und dann schau, was geschieht, wie gut sie dir tun wird. Und wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben. Deine Anne. Tschüss.